Gleich werden Sie bei uns sehr elegante Pferde kennenlernen, die in Schleswig-Holstein immer noch Exoten sind. Andalusier. Diese Vollblüter züchtet Erwin Bruns in der Nähe von Bad Segeberg. Und unser Wettermann Michael Köhler wollte mal wissen, wie die Südländer eigentlich mit dem rauen norddeutschen Klima zurechtkommen. Außerdem hat er die Aussichten für Sie. Was hat sie auf die Idee gebracht, diese im Wortsinn rassigen und feurigen Vollblüter ausgerechnet im kühlen und dauerverregneten Norden zu züchten, Herr Bruns? Ja, wir waren in Spanien im Urlaub mit meiner Frau und haben halt spanische Pferde gesehen. Unsere Holsteiner waren alt geworden und zwar kurz davor, dass sie sterben sollten. Und da waren wir so begeistert von diesen Pferden, dass wir gesagt haben, wow, das sind die nächsten Pferde, die wir haben wollen. Nun sind die Andalusier zwar relativ klein, aber sehr muskulös. Warum sieht man die nicht als Springpferde? Ja, die Andalusier sind viereckig im Gegensatz zu den rechteckigen Holsteinern, die dadurch auch viel besser springen können. Aber die Viereckigkeit gibt ihnen die Möglichkeit, sich auch besser und schneller zu versammeln. Und dadurch sind sie in der Dressur hochgradig gute Pferde. Einfach. In ihrer Heimat an der Costa de la Luz sitzt im Winter auch nie kälter als 13 Grad. Wie kommen die hier mit Schnee, Eis und Minusgraden klar? Ja, die kommen gut klar. Die gewöhnen sich, sind im Sommer auch im Sommer draußen. Und je nach, wenn es kälter wird und regnerischer wird, gewöhnen sich, kriegen dickes Fell und sind einfach gut drauf und gewöhnen sich an die Holsteiner Temperaturen. So ein dickes Fell wünscht sich mancher Mensch, aber sind sie denn auch wasserfest? Ja, sind sie absolut. Denn es wird fröhlich weiterregnen. Ja, das stört die weniger als mich im Endeffekt für das Wochenende. Natürlich gibt es morgen auch in Schleswig-Holstein wieder starke Bewölkung mit Regenschauern und die Temperaturen liegen bei maximal 11 Grad. In Niedersachsen ist es bewölkt, es kann auch gebietsweise regnen bei maximal 13 Grad. In Mecklenburg-Vorpommern dominieren bei Temperaturen um 11 Grad dunkle Wolken und in Küstennähe muss mit Schauern gerechnet werden. Den Hamburgern präsentiert sich der Himmel überwiegend in Grautönen, bei Höchstwerten um 12 Grad sind auch ein paar Regenspritzer mit von der Partie. Und zum guten Schluss die Vorhersage für Pferdefreunde. Alles Glück dieser Erde sind für viele Vollblutpferde, denn in Temperament und Rasse sind sie ganz besondere Klasse und selbst Kälte, Eis und Schnee tun Andalusiern nicht weh. Und sie sind charakterstark, was sie mit manchen Menschen verbindet. Bis morgen. Und